Victoria Peak. Hey, Amanda. You look frustrated. What's going on? It's closed. Why is it closed? The public is only allowed in on the weekends. Oh, this sucks. I wanted some pictures for my blog. Let me see what I can do. Ist das ihr Auto im Hintergrund? You know how I was talking about writing a book? Yeah, with your photos, right? Yeah. I decided to do it on all those cool little shrines on the wall. Oh, can you take a picture here? Vor allem im Regen, sehr schön. Aber okay. Wait, so mit dem Victoria Peak. Perfekt. Well, oh ja. You know, this guy bought it for me. Guy bought you that dress, huh? Tell me about it. Well, he's pretty cocky. A bit of a jerk. But he's also kind of cute. And what does the guy think about you? I don't know. Well, I don't know about the guy, but I think you're pretty cute. $1,000 bestechen. You think you can let me and my friend in? No, I told you it's closed. Look, I'll make it worth your while. Well, sir, it is time for my break. I think I'll go for a walk. You're so resourceful, Webb. Klar doch. Victoria Peak Station. Hey, will you take some pictures for me? Please? Ja, gleich. Warte, da blinkt was. Sorry. Oh, over here. Muss sein. Nicht auffällig, wenn ich hier irgendwie was hacke. Nice. 5000. Wie sie einfach dort steht. Gut. Sorry, ich bin hier. Wait. Ja, so. Wow. Sehr schön. Es könnte ja überall was versteckt sein. Doch nicht. Sie sieht etwas alt aus, aber okay. Sehr schön bei Regen das zu machen. Aber die Aussicht ist wirklich sehr nice. Die ganze Stadt von oben zu sehen. It's no problem. I mean, it was fun. Kind of, you know, nice playing tourist in your own town. Yeah, I can see that. Thanks again, though, for taking the time to, you know, do this. Yeah, it's okay. So, was this like a date? Sounds good to me. What do you think? Definitely. I mean, yeah, that sounds great. Well, thank you for the date then. Ai, ai, ai. Zweite Mal ist getroffen gleich. Hey, I have an idea. Oh, really? Tell me more. Wird geküsst. Okay, was war das jetzt? Komisches am Ende. Ich habe eine Idee, red bloß weiter und dann irgendwie doch nicht. Gesundheitsschreine erscheinen auf ihrer Minikarte. Nice. Überwachungsbericht A. Cartwright. Einen Bericht über Amanda. Von Sergeant Winston Jung. Das Ziel. Die Zielperson wurde mehrmals mit Serpent gesehen, wodurch eine sofortige Überprüfung eingeleitet wurde. Cartwright, 22 Jahre, US-Amerikanerin.
keine Vorstrafen oder bekannte kriminelle Verbindungen in den USA oder Hongkong. Reist mit einem Touristenvisum, hat sich an mehreren Sprachschulen beworben. Aus ihren Bewerbungen geht hervor, dass Cartwright ihre Erfahrung in diesem Bereich übertrieben dargestellt und oder erfunden hat. Zielperson wurde über einen Zeitraum von zwei Wochen sporadisch überwacht. Es wurden keine verdächtigen Aktivitäten festgestellt. Die Zielperson hat mit mehreren anderen Männern chinesischer Herkunft geflirtet und oder sich mit diesen getroffen. Dies ist möglicherweise auf gewisse romantische oder sexuelle Vorlieben zurückzuführen. Keinerlei Verbindung zur laufenden Operation von Serpent. Angesichts des Verhaltens der Zielperson ist eine ernsthafte romantische Beziehung mit Serpent eher unwahrscheinlich. Kein Sicherheitsrisiko. Na dann. Wenn dort nichts faul ist mit ihr, dann können wir sie ja ruhig weiter treffen, ohne irgendwelche Sorgen haben zu müssen. Ich möchte mal kurz hier oben schauen, was es hier so gibt. Okay. Hier geht's bloß nach draußen. Auch gut. Oder auch nicht? Hä? Nee, hier geht's wieder rein. Wie komme ich hier raus? Leute? So, wait. Die andere Richtung laut Minimap. Sehr schönes Wetter heute. Yes. Obwohl, wir könnten noch schauen, was das für Kamera, danke, für ein Haus hier hinten ist. Denn hier geht es ja auch noch irgendwo hin. Wahrscheinlich hat es hier nicht wirklich was Interessantes. Vielleicht ist es auch bloß ein Punkt für eine Mission. Ja gut, ihr steht da auf einem Tresor, den ich gerne haben möchte. Lasst euch nicht stören, macht ruhig weiter. Oh. Ich habe eine Waffe gefunden, nice. Mich offizieller Polizist mit Waffe. Gut, das sage ich nicht nein dazu. Sorry, ich habe die anderen zwei verschreckt. Das tut mir echt leid. Wollte ich nicht. Und der Typ hat sich schon im Stich gelassen. Neuer Fall. 1900, 1500, 1700. Ja, die Statue zurückbringen. Machen wir das doch erstmal. Können wir zwei neue Sachen lernen. An die ich mich wahrscheinlich eh nicht erinnern werden kann, aber gut.
Sorry. Ich muss da mal kurz durch. Danke. Was für eine Straße hier. Okay, hier gibt's gar nichts. Schade. Hätte ja sein können. Wenigstens hat jetzt aufgehört zu regnen. Neue Errungenschaft freigeschaltet. Stadtrundfahrt. Okay. Da hat es einen Schrein. Ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Wenn er aufgegraut ist. Nope. Wahrscheinlich würde er dann nicht mehr angezeigt werden. In Aberdeen, eins von Seen. Hier um die Ecke gibt es zwar auch nochmal einen Auftrag für die Polizei. Das ist wahrscheinlich eine Kamera, die wir hacken können. Und da wir ja eh schon hier sind, können wir das eigentlich gleich noch machen. Alter. Fuck. Sie sind gestorben. Really? 15.000. Solche Schweine. So, manchmal hält Way wirklich gar nichts aus. Und dann wiederum hält er manchmal echt viel aus. Das ist fragwürdig manchmal. In die Mülltonne mit dir. Und auch du. Ja, und jetzt kommen sie wieder mit miesen. Kleinen. Hilfsmittel ihnen gegenüber. Aber das bringt euch gar nichts.
Renn! Alter. Die kleinen Pisse. Kamera hacken. Wo ist denn die Kamera? Dort oben ist die Kamera. Hier. Wenn wir das schon mal machen, können wir dann einfach im Apartment dann ein paar Leute verhaften. Was ja auch gut ist. Sagt ja auch niemand nein dazu. Hat sie einen Parkplatz zufälligerweise mit ein paar Fahrzeugen? Yes. Love is love.